Wow, hier gibt es ja wirklich alles, ne? Von Star Wars? Hast du Ahnung von Star Wars? Ah, nicht so viel, aber ich auch nicht. Aber Armin hat sehr viel Ahnung. Komm, dann fragen wir ihn direkt mal. Ja? Ja? Armin, ja. Wo bist du? Ich bin hier. Ich bin bei der Arbeit. Ja. Ja, okay, aber kannst du sagen, ob man das mal alles kaufen kann? Das kann man alles kaufen, ja. An sich ist Dekoration, aber wer es braucht, darf es kaufen. Super. Dann zeig mal noch mit dabei. Boah, ist das krass. Oh mein Gott. Wenn du an dem Helm da hinten, da, ich bin hier an der Kamera am Arbeiten, da ist ein Knopf. Wenn du da drauf drückst, fängt er an zu röcheln. Hier? Nee, an der Seite. Hier? Meine lieben Zuschauer, ich habe Besuch. Ich komme nämlich jetzt mal. Hallo meine lieben Damen und Herren, willkommen beim Sondersender Ultra D Web TV. Ultra D Web TV hat Besuch. Zwei Superstars, mal eben kurz von Hollywood nach Xanten, von Xanten nach Hollywood und schon sind sie da. Prashant! Die junge Lady stellt sich jetzt selber vor. Ich bin Danny Mendes. Danny Mendes, gerade frisch aus Hollywood, eingeflogen über Duisburg, Xanten. Ne, die arbeitet auch für Hollywood. Das weiß ich mit doch. Aber ich kann mit Bobby Ampressinger. Den müsst ihr unbedingt kennenlernen. Aber den Film darfst du nicht verraten, ne, was wir gesagt haben. Darf ich leider noch nicht verraten, aber da kommt noch einiges. Mhm. Auf jeden Fall. Weil einige Zuschauer nicht wissen, dass das wirklich so ist, wie es ist. Weil viele ja nicht wissen, was ist. Und deswegen haben die beiden sich gerade vor der Tür hingestellt, haben sogar einen leckeren Kaffee getrunken, den wir auch produzieren. Nicht eigen, aber wir stellen auch nicht her, aber wir geben ihn euch. Meine lieben Freunde, meine lieben Kunden, ja, ihr wisst, dass ich am Wochenende immer was zu tun habe, deswegen zeige ich auch, warum. Nee, immer was ich was gut finde, du sagst, du arbeitest 24 Stunden, 7 Tage die Woche, ja. Ja, der ist immer da. Ich bin immer da. Ja. Wie ich auch. So. Jungs, zeigt uns mal, was ihr macht. Ja genau, also hier sind wir bei Star Wars, denn einige haben nämlich gefragt, ob du auch mal für Star Wars vorbeikommen würdest. Er würde natürlich vorbeikommen für Star Wars, ist klar, müssen wir aber drüber reden, weil er ist Inder, Deutsch. Ja genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Deutscher, Deutsche sind braun. Richtiger Deutscher bin ich. Ja genau, ich bin ein richtiger Inder, weil Inder sind weiß, ne? Ist klar. Ne? Also, das nennt man Vorurteile. Aber ich bin eigentlich Deutsch, aber weil ich als Deutscher nicht so viel Arbeit bekommen habe, habe ich mich in Solarium gelegt. Jetzt bin ich braun geworden und ich spreche halt Deutsch mit indischer Akzent. Dann habe ich sehr viel Arbeit bekommen. Ich habe über 90 Projekte mitgemacht. Korrekt. Warum? Weil ich Inder bin. Genau. Geworden bin. Da reden wir gleich drüber. Warum ich mitgespielt habe. Jetzt zeige ich euch deine Requisiten auf deinem Genau.